Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu unserem 9. Adventskalender-Video. Heute habe ich wieder das große Vergnügen, eins von Katharinas kleinen Geschenken für mich auszupacken. Und zwar die Nummer 9 hier, die ist so super niedlich eingepackt. Mit diesem schönen Papier oben drauf. Und dann will ich mal gemeinsam mit euch hineingucken. Das sind Ohrringe. Oh, total niedlich. Oh, total schön. Oh, da freue ich mich tatsächlich sehr, sehr. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank. Und gleich seht ihr nach, wie Katharina das Ganze gemacht hat. Hallo, ich bin es, Katharina. Ich zeige euch, wie ich die Ohrringe für Eva gemacht habe. Dafür braucht man 2 so kleine Weihnachtskugeln. Die müssen möglichst klein sein, weil man will ja nicht riesen Weihnachtskugeln an den Ohren hängen haben. Dann braucht man 2 Ohrringhaken und Draht. Ich nehme ein Stückchen Draht und fädel da die Weihnachtskugel drauf. Und außerdem werde ich da noch diesen Ohrringhaken so drauf fädeln. Dann nehme ich den Draht so zusammen und drehe das Ganze gut ein. Wirklich jetzt richtig fest hier eingedreht und da werde ich den Rest dann abschneiden. So, und den Draht biege ich hier noch so ein bisschen drum, dass er nicht auffällt und stört. Und schon ist der Ohrring fertig. Und davon mache ich jetzt den zweiten genauso. So, die Ohrringe sind schon fertig. Man muss ja auch wirklich nicht viel machen. Nur die beiden Teile mit dem Draht verbinden. Also wirklich viel selber machen muss man da nicht. Aber trotzdem ist es irgendwie eine coole Idee, als Ohrringe für Weihnachten, für die Weihnachtszeit, für die nächste Weihnachtsparty. Ich hoffe, Eva wird sich darüber freuen. Und ich habe hier so eine kleine Schmuckschachtel. Da habe ich jetzt oben noch ein Weihnachtspapier draufgeklebt und die verwende ich jetzt einfach nochmal wieder. Da habe ich mal selber irgendwie ein Schmuckstück drin bekommen und da lege ich jetzt hier dieses, das war da auch mit drin, so ein kleiner Schaumstoff, den lege ich da mit rein und dann mache ich die Schachtel zu. Ach ja, und die Nummer fehlt noch. Die Nummer 9 wird schön draufgeklebt auf die Mitte und hier habe ich noch einen kleinen Brief für Eva, den tue ich dazu. Ich hoffe, euch hat das gefallen, obwohl es ja nicht wirklich selbst gemacht war, sondern nur eine kleine Inspiration, was man so aus Weihnachtskugeln machen kann. Vielleicht möchtet ihr das ja nachmachen auf der nächsten Party und schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr das findet. Wie findet ihr die Idee, dass man einfach irgendeine alte Schachtel nochmal wieder verwendet? Also diese Schachtel ist ja besonders schön, aber man kann auch irgendwelche Schachteln von Lebensmitteln bekleben für Weihnachten und da Geschenke drin verpacken. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und drückt auf den Daumen nach oben, wenn ihr die Ohrringe mögt. Wir sehen uns das nächste Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!